Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder eine Reparatur. Ich weiß, ich habe leider gerade einige in der Warteschlange. Wenn euch das nicht interessiert, dann sagt ihr einfach Bescheid. Auf jeden Fall, heute haben wir hier einen kleinen TFT-Bildschirm. Ihr seht schon, er funktioniert wieder. Es war eigentlich nicht geplant, dass ich ein Video zu machen. Aber naja, ich fand die Reparatur doch ein bisschen interessant für den einen oder anderen. Aber wie ihr sehen könnt, wird er momentan künstlich am Leben erhalten. Ich habe aber schon die Ersatzspendeorgane da. Zumindest ein Teil davon. Eins fehlt noch, aber das ist nicht so tragisch. Und naja, schauen wir uns mal an, was denn kaputt gegangen ist und wie wir es denn ganz einfach reparieren. War aber auch mehr Glück als Können. So. Sieht schon fast wieder wie neu aus. Ist ein Monitor von Marshall, für den, der es interessiert. Da ist die Typnummer. Jetzt schauen wir uns den Monitor ein bisschen näher an. Normal sind diese relativ teuer mit HDMI-Anschluss, diese kleinen LCD-Monitore. Ich habe diesen für ein paar Euro defekt erworben. Irgendwas mit der internen Stromversorgung und ich habe mal gedacht, naja, es ist vielleicht mal ein Versuch wert, aber die Chancen stehen meistens bei sowas nicht allzu gut. Nämlich, das werdet ihr gleich sehen, warum sowas immer sehr gefährlich sein kann. Hat hier auch ein Batteriefach, da sind noch zwei von mir Batterien drin und naja, ein bisschen Kleber hier von den Klettverschlüssen, die an der Seite dran waren, das geht aber alles wieder sauber ab. Und ihr seht, ich habe die Innereien schon rausgenommen, das ist jetzt einfach nur noch das Gehäuse. Wenn ich jetzt hier mal das Innenleben rausholen, ist eigentlich ganz einfach gebaut. Wir haben hier noch so ein solches TFT-Modul, das wird dann nachher nochmal interessant. Da werden wir uns ein bisschen anschauen, was das denn so genau ist. Ihr seht hinten mit Typennummer und so weiter, also was ganz standardmäßig ist, natürlich von Mitsubishi. Wer macht auch sonst LCDs? Also dann gehen wir gleich mal weiter hier. Das ist die Hauptplatine, wie ihr seht, eine Platine mit den Knöpfen unten und auf der Rückseite die ganze Elektronik und die Bauteile. Sehr schönes Design, ja, muss ich sagen, gefällt mir doch recht gut. Wie ihr seht, sind hier Kabel dran, das sind von den lebensrettenden Maschinen, die gerade noch angeschlossen waren, in dem Fall hier Netzteile, die das Gerät hier versorgt haben, nämlich das ist auch der Defekt, die komplette Stromversorgung auf dieser Platine ist nicht mehr funktional. Und wie das passiert ist, das kann ich euch gleich mal auch zeigen. Wie ihr auch gesehen habt, hat das ein Batteriefach, da kann man einfach AA-Batterien hineintun und es hat hier einen tollen kleinen Anschluss hier, wo 5 Volt reinkommen. Ich bin kein so ein Fan von solchen Anschlüssen, gerade bei, sagen wir mal, sowas, was auch als Studio-Equipment genutzt wird, weil ihr kennt ja die ganzen Adaptereien, es gibt so viele verschiedene Anschlüsse und naja, kommt da jetzt 5 Volt rein? Es steht zwar netterweise hinten auf dem Gehäuse genau drauf, was und wie hier rein muss, aber da gibt es auch schöne Industriestandards, mit denen man gut arbeiten kann, wo man nicht aus Versehen hier hohe Spannungen einspeisen kann, weil naja, steckt man hier mal 12 Volt ein, dann kann schon relativ schnell der magische Rauch rauskommen. Und genau das, denke ich, ist auch hier passiert, nämlich, wie ihr hier sehen könnt, fehlen hier schon Bauteile. Wie gesagt, ich hatte nicht geplant, ein Video zu machen. Hier und hier hat es ein Bauteil mitgenommen. Das sind jeweils die Spannungsregler, wie man auch sehen kann. Das gucken wir uns gleich mal noch näher an, wie man das auch rausfindet. Und da wird wahrscheinlich irgendjemand 24, 12 Volt, 48 Volt in diese Buchse eingespeist haben und dann macht es pluff und dann funktioniert hier auf jeden Fall nichts mehr. Natürlich, wenn sowas passiert, ist die Gefahr da, dass solche Spannungsregler die Spannung auch auf die Niederspannungsseite durchdrücken und dann sowas wie hier diesen FPGA, die Analog Devices hier, irgendwelche Interface Chips oder irgendwelche CBLDs oder den Display zerstören und damit die Reparatur unmöglich machen. Das ist immer die Gefahr, wenn wir Überspannung an Eingang anlegen. Hatte aber, wie ihr seht, hier Glück gehabt, dass das nicht passiert ist. Wir schauen uns trotzdem mal ein bisschen an, wie man so ein bisschen debuggen kann, Fehler suchen und so das Einfache. Ich zeige euch gerade mal die Bauteile, die hat es ganz schön mitgenommen, die wurden nicht durchs Auslöten unbedingt so beschädigt, die haben auch so schon den Rauch entlassen. Mal hier eine kurze Nahaufnahme. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, was alles kaputt gegangen sein könnte. Jetzt nicht nur die offensichtlichen Schmauchspuren hier auf der Platine, sondern auch, was für andere Ursachen oder Fehlerquellen dies erzeugt haben könnte. Ich muss entschuldigen, hier sind schon ein paar Sachen gemacht. Ich muss das leider nochmal aufnehmen, da ist der Ton leider abhandengekommen. Also folgendes. Wir haben ja schon festgestellt, dass dieser Spannungsregler und dieser Spannungsregler kaputt ist. Warum das Spannungsregler sind, ist ja relativ offensichtlich. Wir haben hier Spulen in der Nähe, auch die umgebenden Bauteile geben darauf Ausschluss, dass das die Spannungsversorgung sein muss, allein die dicken Leitungen und so weiter. Das sind sehr gute Indizien und auch sehr klar, weil sonst keine Spannungsversorgung hier drauf gibt. Und diese haben natürlich die Überspannung am Eingang abbekommen. Nun müssen wir uns überlegen, was könnte noch kaputt gegangen sein? Wenn wir Pech haben, kann es passiert sein, dass die Spannung geradeaus durch den Spannungsregler durchgegangen ist und auf die Spannungsschienen. Das wäre natürlich sehr nachteilhaft, nämlich dann wäre sowas wie der Speicher, die CPLD und der Hauptprozessor und auch das Interface IC wahrscheinlich auch kaputt. Aber wie ihr schon gesehen habt, hatte ich scheinbar Glück gehabt, ist hier nicht passiert. Das heißt, wir können mal mit der Reparatur soweit fortfahren.
Ein kleiner Tipp, den ich euch immer geben kann, sammelt so viel Informationen über die Platine und über die Aufbauten, wie ihr nur könnt. Nämlich bevor ich diese Bauteile hier ausgelötet habe, habe ich geschaut, damit ich die Typennummern unbedingt herausbekomme, weil ich möchte eigentlich ungern hier noch zusätzlich Platinen einbauen müssen und das erleichtert ungemein das Herausfinden, was für Spannungsversorgung brauche ich, was haben die ICs gemacht und wo kriege ich die Ersatzteile dafür her. Ich habe das Glück gehabt, dass ich von beiden ICs die Typennummer noch erkennen konnte, obwohl sie schon arg verbrannt worden sind. Also kann ich dafür ganz einfach Bauteile bekommen. Diese sind auch Chips, die man im Handel noch bekommen kann. Ich habe leider nur für den ja den Ersatz gehabt, wie ihr schon seht, der ist schon neu eingesetzt. Für den da oben habe ich leider noch keinen. Jetzt kommt das etwas Schwierige. Wie finde ich denn heraus, was für Ausgangsspannung diese Regler produziert haben? Wir können hier unten deutlich sehen, einen Regler, der zwei Ausgangsspannungen liefert. Das sehen wir daran, dass wir zwei Spulen und auch hier zwei Ausgangs-Cs und Dioden, da sieht man das ein wenig, hier geht eine Leiterbahn weg und eine geht von hier unten nachher zum FBGA vor. So nun, aber wie finden wir genau die Spannungen raus? Wir können jetzt entweder schauen, was für Bauteile auf dieser Spannungsschiene hängen und herauszufinden, was für Spannung benötigen die denn. Nämlich daher kann man häufig sehr einfach schließen, was für eine Spannung dort angelegt werden muss. Habe ich in diesem Fall nicht machen müssen, nämlich das Glück ist, ich habe relativ schnell diesen IC gefunden, das ist ein LM26400 und das ist einfach ein Dual-Output-Spannungsregler, also Buck-Converter und man kann die zwei Ausgänge ganz einfach programmieren. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier zwei Widerstände je Ausgang, die den Ausgangsspannungsteiler bilden. Warum der Draht ist, das kommt dann später. Das bedeutet, wir haben einen ganz einfachen Spannungsteiler. Ich zeige euch das gerade mal im Datenblatt. So, hier haben wir das Datenblatt. Ich habe natürlich hier schon ein paar Sachen reingeschrieben gehabt. Hier unten habe ich einen 5,9 Kilo-Ohm Widerstand und hier drüben auch. Das heißt, es ist dasselbe wie im Referenzdesign. Das ist so eine typische Anwendung, wie hier auch hier dran steht. Und wie ihr schon sehen könnt, habe ich hier herausgefunden, der eine Ausgang ist 1,8 Volt und der andere ist 3,3. Jetzt, wie bin ich da drauf gekommen? Ist eigentlich total einfach. Dieser Spannungsregler, der hat hier eine Referenzleitung, diese Feedback Loop. Und die hat einen Komparator, die den Eingang immer mit 0,6 Volt vergleicht. Das bedeutet, wenn der Ausgang oder der Eingang hier über 0,6 Volt, dann wird der Ausgang verringert und wenn er unter 0,6 Volt, wird er erhöht. Das bedeutet, wenn dieser Spannungsregler an diesem Knotenpunkt 0,6 Volt erreicht hat, ist die Ausgangsspannung stabil. Wie rechnet diese Spannung aus? Ist ganz einfach. Da wir die Widerstände kennen, müssen wir nur einen Spannungsteiler berechnen und den kennt ihr auch, den typischen Spannungsteiler. Da brauchen wir hier nur zwei Widerstände und dann können wir die Spannungen hier ganz einfach ausrechnen. Ich gebe euch gerade mal die Formel. Wenn wir hier oben R1 haben und hier unten R2, ups, so, dann haben wir einfach R2, das ist das Spannungsverhältnis von R1 plus R2 für den Gesamtwiderstand. Das ist das Verhältnis der Spannung U-In und der Spannung U-Out. Das heißt, somit könnt ihr ganz einfach die Spannung ermitteln. Das bedeutet, wenn hier 3,3 Volt anliegen, dann haben wir hier bei diesem Spannungsteiler 0,6 Volt. So, wenn ihr jetzt nicht herausfinden könnt, was für einen Schaltregler hier verwendet wird, könnt ihr auch hier Standardspannungen annehmen. Ja, wenn ihr das nicht wisst, ob das 0,6 ist, könnt 0,6, 0,8, 1,25. Da gibt es solche Standardwerte, was solche Spannungsregler als Rückführung haben. Und dann kann man relativ einfach herausfinden, dass hier sinnvolle Zahlen rauskommen. Ja, Standardspannung sozusagen wie 1,8, 1,2, 3,3, 5 Volt. Es kann natürlich immer mal passieren, dass man eine komische Spannungsleitung hat oder Spannungsschiene. Dann kann das ein bisschen komplizierter sein, aber häufig sind es einfache Werte wie 3,3 und 1,8 und somit war ich mir recht sicher, dass es stimmt. Das kann man dann auch noch wieder gegenchecken, indem man auf die Platine schaut und eben genauer nachrecherchiert, was die Bauteile exakt für Spannung benötigen. Okay, wir haben das eine Bauteil herausgefunden. Das eine ist ein Spannungsregler und auch wenn wir mal das typische Layout davon anschauen, da war der Ingenieur ein bisschen faul. Wenn er das hier mal mit vergleicht, dann seht ihr relativ, oh, dreh es einmal herum, so. Wenn ihr die beiden mal vergleicht, sieht das recht identisch aus. Hier in der Mitte IC, die Spulenkondensator, da hat jemand das Referenzdesign relativ 1:1 abgepaust. Das ist auch kein Problem, aber so können wir dann immerhin genau erkennen, welche Bauteile wo sitzen. Natürlich, bevor ihr sowas wieder in Betrieb nimmt und auch herauszufinden, ob es sich überhaupt lohnt, weil wir wissen ja theoretisch, wenn wir das Ding zum ersten Mal reparieren wollen, nicht, ob die Spannung ja auch auf die Stromschienen, auf die 1,8 und 3,3 Volt Schiene übergesprungen ist und alles zerstört hat. Das heißt, man sollte vorher mal schauen, ob die Stromschiene denn irgendeinen Kurzschluss besitzt, also hier mal das Ohmmeter drüber hängen und schauen, ob das Silizium, was hier hinten dran hängt, noch irgendwie funktioniert. Und vielleicht auch mal mit dem Netzteil, was ich ja auch getan habe, Spannungen anlegen, bevor man hier Bauteile bestellt und wild anfängt, Bauteile zu tauschen, um nachher festzustellen, dass der Hauptprozessor defekt ist oder der Speicher oder die Firmware korrupt. Das heißt, da könnt ihr einfach mal Drähte anlösen und vorsichtig mit guten Netzteilen Spannung anlegen und versuchen, ob das Ding zum Leben erwacht.
So, nun das größere Rätsel, was ich bei dieser Reparatur feststellen musste, war dieser kleine Regler. Ich hatte erst vermutet, dass dieser Regler die 5-Volt-Versorgung für den Display hier zur Verfügung stellt. Wenn ihr euch das Pinout mal anschaut, dann haben wir dort auch 5,5 Volt, die hier hinein müssen. Aber beim zweiten Überlegen kam es mir ein bisschen komisch vor, dass dieser Display als Hilfsspannung, das ist ja nur eine analoge Hilfsspannung, diese 5 Volt, ein riesen Netzteil hier braucht. Das ist eine riesen Schaltung hier, die kann ja einige Milliampere zur Verfügung stellen. Dann habe ich noch ein bisschen genauer angeschaut und die Leiterbahn mal ein wenig verfolgt. Und auch diese zwei Leiterbahnen und diese Punkte hier waren einfach mit der Hintergrundbeleuchtung verbunden. Das bedeutet, dies ist der Treiber, der die Hintergrund-LEDs mit Konstantstrom ansteuert. Macht auch wesentlich mehr Sinn mit der Größe. Aber das hat natürlich ein kleines Problem, nämlich schauen wir uns mal das Bauteil an. Ich habe etwas länger suchen müssen, weil auf dem Gehäuse steht nämlich nur LD7706 und da findet man leider kaum was. Aber dadurch, dass ich genau wusste, dass es von ST ein Bauteil sein musste, konnte ich es dann doch finden. Hier ist leider schon ein bisschen reingekritzelt, weil ich musste es ja nochmal aufnehmen. Aber wie auch der Anregler ist der hier direkt an die 5-Volt-Schiene angeschlossen. Das ist die 5-Volt-Schiene, der externe Eingang. Das bedeutet, als hier eine Überspannung, ich schätze jetzt mal um die 20 Volt, vielleicht auch ein bisschen mehr, ist die Spannung natürlich hier in das Bauteil hineingeflossen, durch die Spule, durch die Diode. Das ist ein Boost-Konverter, das heißt, der muss ja eine sehr hohe Spannung erzeugen, damit diese LED-Strips, diese in Reihe geschalteten LEDs auch angehen können, brauchen wir eine sehr hohe Spannung. Und hier wird dann ein Konstantstrom mit Hilfe von kleinen Transistoren vermutlich, wird hier ein Konstantstrom erstellt, um dann die LEDs eben mit konstanter Helligkeit zu betreiben, damit man eben ganz einfach hier parallel arbeiten kann. Das bedeutet, die Überspannung ist direkt durch die Spule, durch die Diode in die LEDs geschossen und hat natürlich dieses Bauteil auch mitgenommen. Wenn ihr die maximalen Settings anschaut, glaube ich kaum, dass dieser bis zu 30 Volt hier aushält. Ich weiß, dass er bis zu 36 Volt für die LEDs zur Verfügung stellen kann, aber nicht am Eingang. Wir hatten Glück, dass dieses Bauteil das schwache Glied in der Kette ist und nicht die LEDs, weil die LEDs wären wieder doof zu tauschen gewesen im Display und die hätten auch noch mehr Schaden anrichten können. Das ist noch lange nicht alles, was man eigentlich mitbedenken muss. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Regler tauschen, müssen wir auf jeden Fall kontrollieren, ob diese Schottky-Diode noch einigermaßen okay ist, weil hier natürlich ein sehr hoher Querstrom durchgeflossen sein könnte und die natürlich in Mitleidenschaft gezogen hat, weil diese können nicht so hohe Konstantströme, die sind eher für diese Pulsströme ausgelegt. So, aber das war leider immer noch nicht alles. Wenn ihr diesen IC anschaut, hat er ja mehrere Ausgänge. Wir haben hier einen Dimming-Eingang, wir haben einen Fault-Ausgang, wir haben einen Enable-Eingang, wir haben einen Sync-Ausgang und auch noch einen Fault-Management-Selection. Das heißt, hier hängt auch noch einiges dran und ich habe auch mir geschaut auf der Platine, hier gehen einige Leiterbahnen auf die Unterseite hier von den Punkten hier, das Dimming geht an den CBLD, das bedeutet, der steuert auf jeden Fall diesen IC. Was jetzt natürlich passiert sein könnte, ist, wenn dieser IC hier eine Mordsüberspannung bekommt und hier das Silizium innen drin durchbrennt, dass er auf diesen Pins hier unten eine Spannung anlegt und diese Spannung würde direkt an den ICs, an die anderen großen Controllers weitergeleitet und ihr wisst, was passiert, wenn ihr auf einen Controller hohe Spannungen auf dem Pin gebt, dann brennt der Pin durch und wenn wir noch viel Pech gehabt haben, dann geht der Rest auch noch kaputt, weil es auf die Spannungsschiene überschlägt und intern noch Sachen zerstört. Das kann so katastrophale Folgen haben. Das bedeutet, dieser kleine LED-Treiber hätte auch alle anderen Bauteile in Mitleidenschaft gezogen. Aber wie wir ja gesehen haben, haben wir das zum Glück nicht hier, aber sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass das der Fall sein könnte. So, das bedeutet nun, ihr könnt schon ohne Anlegen von irgendwelchen Spannungen und ohne, dass ihr eigentlich Sachen schon testet, durch reine forensische Analyse hier feststellen, was könnte kaputt gegangen sein, was solltet ihr prüfen und wie wirtschaftlich ist die Reparatur. Natürlich bringt es nichts, wenn hier alle Bauteile zerschossen sind und ihr die Spannungsregler repariert und nachher funktioniert dann trotzdem nichts und ihr könnt das nicht tauschen, ja. Den FPGA, den könnt ihr nochmal tauschen, diesen IC auch, der CBLD-Chip nicht, weil ihr die Firmware nicht habt, da bräuchte man hier die dementsprechende Software und auch die Firmware vom großen FPGA ist auch eher schwer zu bekommen. Bedeutet, naja, ihr könnt eigentlich nur gute Hardwarefehler wie vielleicht den RAM noch austauschen, aber wenn es dann an die Software geht, dann sind wir verloren. Man könnte so einen Chip hier auch redesignen, das ist nicht so kompliziert, das ist ja nur das Display-Interface, da könnte man auch was basteln, aber ob es den Aufwand dann auch wert ist. Es ist natürlich die Frage, wie man das am besten testet. Ihr könnt jetzt zwar Spannung anlegen, aber woher solltet ihr wissen, dass es funktioniert? Ist eigentlich ganz einfach, ihr könnt ja mal ein Signal einspeisen, natürlich solltet ihr prüfen, dass hier keine gefährlichen Spannungen herauskommen und eure Geräte killen, aber könnt ihr hier mal ein Signal einspeisen und mal schauen, kommt denn hier etwas heraus? Geht denn was in FPGA rein? Dann könnt ihr schauen, passiert irgendwas im RAM? Ja, das ist ja hier wahrscheinlich der Speicher, wo die Frames gebuffert werden und die ganzen Overlays übergespeichert werden. Da brauchen wir natürlich dementsprechend Speicher. Und schaut mal, ob kommt mal wieder hier hinten was raus und kommt aus dem CBLD auch was auf den Display? Dann könnt ihr auch herausfinden, ist der Display vielleicht kaputt? Es hätte ja auch sein können, dass die Spannung auf den Display überschlägt. Lauter solche Dinge, die man sich ein bisschen überlegen sollte und dann einfach mal nachmessen, ganz einfach und ganz stupide. Da braucht ihr auch keine komplizierten Geräte.
Sonst mag der eine oder andere sich fragen, ja, was ist mit dem Display? Der hat doch auch Spannungsversorgungen, nicht nur die Hintergrundbeleuchtung. Das habe ich auch geschaut, wenn ihr hier mal ein Standblatt schaut, dann seht ihr unten die Hintergrundbeleuchtung, die haben wir ja schon verifiziert und herausgefunden, die scheint ja noch zu funktionieren, die LEDs haben das überlebt, den Regler müssen wir nur tauschen. Haben wir noch 5 Volt und 3,3. Die 5 Volt ist so eine analoge Hilfsspannung, deswegen so viel Strom braucht die nicht. Und die 3,3 Volt ist die generelle Logik-Supply. So, jetzt ist die Frage, wo kommen die 5 Volt noch her? Nämlich, die 5 Volt haben wir bisher noch nicht gefunden. Wir haben 3,3, 1,8 und LED-Spannung. Wo kommen die 5 Volt her? Ja, da habe ich hier einen kleinen IC gefunden. Leider konnte ich zu dem Typ kaum was finden. Das ist wahrscheinlich einfach eine Spannungspumpe, weil wir nur Kondensatoren umgebend haben und so weiter. Und der macht aus den 3,3 Volt dann die 5 Volt, die dann hier per kleine Leitung dann an die Pins geleitet werden. Und da ich das jetzt ja schon repariert habe, können wir das ja auch ganz kurz verifizieren. Und ja, die 5 Volt sind für den Display vorhanden. So, nun machen wir wieder einen kleinen Zeitsprung zurück und reparieren erstmal noch diesen Spannungsregler. Und dann schauen wir mal, ob der Rest denn dann noch funktioniert. Ich habe hier mal den Spannungsregler mit bleifreier Lötpaste auf der Platine befestigt. Und wir werden ihn jetzt Reflow löten, damit er natürlich wieder funktionieren kann. Natürlich müssen wir noch schauen, dass die Spannungen auch alle wieder da sind. Also hier sollten wir jetzt die 3,3 Volt haben. Ja, 3,3. Hier 1,8. Auch 1,8. Und hier noch die 5 Volt Hilfsspannung für den Display. Passt auch. Also soweit müsste alles wieder funktionieren. Ist mir noch was aufgefallen gerade. Ich habe gerade die Spannungen nochmal gemessen und auf einmal hatte ich hier 5 Volt auf der 3,3 Volt Linie. Ich hatte schon befürchtet, dass irgendwelche Teile jetzt kaputt gegangen sind. Aber soweit habe ich noch Glück gehabt. Nämlich was jetzt irgendwie passiert ist. Hier sind ja die zwei Spannungsteiler, von denen wir es ja vorher schon hatten. Und aus irgendeinem Grund ist das obere Ende vom Spannungsteiler nicht mehr angeschlossen. Und wenn wir das im Schaltplan anschauen, und natürlich, wenn wir diesen Anschluss hier verlieren, dann hat es hier keine Referenz mehr und der Spannungsregler regelt den Ausgang auf die maximalste Spannung, die er bereitstellen kann. Und das war halt in dem Fall hier so circa 4 Volt. Das heißt, hey, da hätten wir uns hier ganz schön viel kaputt machen können. Aber nochmal Glück gehabt, es ist nichts kaputt gegangen. Aber jetzt müssen wir mal rausfinden, warum diese Verbindung hier abgebrochen ist. Naja, was zu meiner Vermutung ist, dass wahrscheinlich eines der Vias abgebrochen ist. Ich werde es natürlich kontrollieren, dieses Via geht auf die andere Seite. Wenn wir auf die andere Seite schauen, das ist das 3,3 Volt große Pad, wo der Kondensator hängt. Hier ist das kleine Via, was zum Widerstand hochgeht und das geht hier noch weiter zum Chip. Ich werde mal schauen, ob die Verbindung hier gebrochen ist oder in diesem Via. Das kann leider ab und zu vorkommen, aber das sollte uns auch nicht aufhalten. So, ich habe den Lack etwas freigekratzt, jetzt können wir mal schauen. Ich habe jetzt extra ein Pad nebendran genommen, das heißt, das Signal muss erst durch die Platine auf die andere Seite und dann auf der anderen Seite wieder zurück und hier über die Leiterbahn dorthin. Das heißt, wir können gleichzeitig testen, ob dieses Via hier funktioniert und das funktioniert. Jetzt gucken wir mal, ob dies Via auf die andere Seite zum Widerstand funktioniert. Das seht ihr jetzt kurz nicht. Aber das müsst ihr jetzt gleich auch piepen. Hört ihr das? Also, ihr hört nichts. Ja, da ist kein Signal. Ich mache auch hier sauber Kontakt. Da habe ich kurz die Spule berührt leider. Hier drüben ist die Spule. Aber am Widerstand ist nichts zu messen. Interessant, in dieser Reparatur haben wir so viele schöne Fehlerquellen. Ich zeige euch das Ganze auf dem Papier, was hier passiert ist. Jetzt zeige ich euch mal, wo hier der Fehler genau liegt. Ich habe mal versucht, das hier ein bisschen zu malen. Das ist jetzt so mein Talent. Wie ihr sehen könnt, hier oben ist der eine Messwiderstand, an dem wir gerade vorher gemessen haben. Und eigentlich sollte hier diese Ausgangsspannung anlegen. Ja, das ist dieser obere Widerstand. Und was wir jetzt verifiziert haben, dass die Spannung auf jeden Fall auf die Unterseite bis zu diesem Via kommt. Das ist so eine Bohrung, das ist so mal so eine aufgeschnittene Via-Ebene. Also könnt ihr euch vorstellen, hier das Material wäre in der Hälfte durchgeschnitten. Ja, das wäre einmal die Leiterplatte. So, das heißt, ihr könnt jetzt in diese Bohrung sehen, die ist natürlich innen drin mit Kupfer ausgekleidet und so können wir Signale von unten nach oben durch die Durchführung an das Bauteil bringen. Und was nun passiert ist, dass diese Verbindung hier fehlt. Also wir haben jetzt hier gerade eben mit dem Multimeter gemessen an dieser Stelle und an dieser Stelle und wir haben keinen Stromdurchfluss gehabt. Das heißt, dieses Via, das muss hier irgendwo gebrochen sein. Das kann natürlich... Könnte auch hier gebrochen sein, aber ich habe eigentlich schon relativ genau auf diesem Umfang hier gemessen. Das heißt, dieses Via, was durch die Platine durchgeht, ist nicht mehr elektrisch vorhanden. Dies ist eine vierlagerige Platine, das heißt, hier drin befinden sich noch zwei zusätzliche Kupferebenen, aber diese berühren diese Durchführung nicht. Das kann ab und zu ein ganz schönes Problem sein, wenn es hier innen drin noch eine gibt, die hiermit verbunden ist. Und das zu reparieren, das ist ein reiner Horror. Okay, wie reparieren wir das? Ja, wir werden einfach oben an die Leiterbahn an eine andere Stelle anschließen, um hier oben die Spannung hinzubekommen.
Aber wie sowas hier passieren kann, das kann viele Ursachen haben. Das kann schon in der Produktion passieren, ein kleiner Produktionsfehler. Was ich vermute, was bei uns passiert ist, dadurch, dass ich diesen großen Chip oben wieder aufgelötet habe, habe ich die Platine natürlich thermischen Stress ausgesetzt. Und es kann natürlich passiert sein, dass durch diese thermische Ausdehnung hier ein Riss sich etabliert hat innerhalb dieses Vias und dafür gesorgt hat, dass die Verbindung nun gekappt wurde. Lässt sich auf jeden Fall reparieren, aber dieser Fehler hätte einen riesen Schaden anrichten können. Ich habe hier die Reparatur mal ausgeführt. Ihr seht hier die kleine rote Leitung, die verbindet jetzt das eine Ende vom Widerstand mit dem Ausgangskondensator von der 3,3 Volt Schiene. Ich schalte jetzt die 5 Volt an. Das könnt ihr auch hier sehen. Wir haben jetzt hier 5 Volt. Ja, knapp 5 Volt, ein bisschen Spannungsabfall, das ist aber nicht so schlimm. Jetzt messen wir mal am 3,3 Volt Ausgang. 3,3 Volt, Punkt genau. 1,8 Volt erwarten wir hier, 1,8 Volt. Jetzt können wir noch verifizieren, dass der Regler auch seine 0,6 Volt Referenz bekommt. Da gehen wir einfach hier an den Widerstand unten dran. Das ist von der 1,8 Volt Seite 0,6, das passt. Andere Seite auch 0,6, das heißt, der Regler ist sauber in der Regelung drin, es wird nichts unanständig heiß. Und jetzt sollte soweit alles wieder funktionieren. Da wir die Spannungsversorgung wieder einwandfrei hergestellt haben, sollten wir jetzt ein wenig prüfen oder können wir prüfen, ob die Schaltung wieder einwandfrei funktioniert. Ich war mir am Anfang gar nicht sicher, ob der Display auch kaputt ist und deswegen zu verifizieren, ob am Display hier Signale ankommen, die irgendeinen Sinn machen. Natürlich können wir jetzt hier den Logik-Analyzer herausholen und die ganzen Busse hier debuggen, aber das wäre viel zu aufwendig. Das heißt, wir nehmen einfach hier einen Taskoff, das reicht. Wir wollen ja nur schauen, ob die Signale hier sinnvoll sind, ob hier überhaupt Signale unterwegs sind. Uns interessiert eher weniger, ob das Protokoll und alles stimmt, weil wenn was rauskommt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Chip einwandfrei funktioniert. Bei solchen Fehlern wie der Spannungsversorgung, entweder ist der Chip ganz kaputt oder er funktioniert. Irgendwie sowas Halblebiges gibt es eher selten, vor allem, dass hier dann irgendwie noch Daten rauskommen. Das heißt, wir schauen uns einmal den Ausgang hier am Wandler an, dann hier am Hauptprozessor, am FPGA und dann am CPLD, der den Display treibt. So, wir sind jetzt am OSCI. Ich habe jetzt den Taskoff angeschlossen und jetzt gehen wir einfach mal durch. Wir fangen hier vorne am IC an, der das Interface zum HDMI bildet. Da gehe ich mal einfach an eine Datenleitung hin. Und wir sehen schon, es passiert schon ein bisschen was, wie ihr auf dem OSCI sehen könnt. Wir haben hier eine schöne Flanke. Natürlich mit dem Analog-OSCI sehen wir hier nicht viel. Da passiert halt hier drin jetzt die ganze Datenübertragung. Wir können aber immer hier Single Capture machen. Und wenn ihr da schaut, da seht ihr hier, dass hier definitiv irgendeine kleine Aktion drin vorkommt. Da müssen wir mal kurz warten. Haben wir gerade Glück. Da seht ihr, da sind Datenpakete da. Also auf jeden Fall geht hier was vor. Ich gehe mal an einen anderen Pin. Das ist wahrscheinlich gerade irgendwie eine Zeilensynchronisierung oder sowas. Ja, da seht ihr auf jeden Fall, dass hier definitiv was los ist. Gut, dann gehen wir mal an den Ausgang vom FPGA und schauen mal, was rauskommt. Und wir sehen auch hier ein fleißiges Treiben. Wir sehen hier Pulse. Ja, wir können auch schon nochmal hier samplen. So. Ja, auf jeden Fall, hier ist definitiv auch was los. Datenpakete. Also hier passiert auf jeden Fall was. Es ist nicht so, als wäre hier tote Hose. Gut, dann gehen wir an den Ausgang, an den Displayanschluss. Schauen wir mal, was hier rauskommt. Das müsste ein bisschen einfacher zu dekodieren sein. Seht natürlich hier schön die Flanken, also der kürzeste Puls sehen wir hier auch. Jetzt können wir auch mal in Sample gehen. Und ja, wir sehen hier deutlich die ganzen Signale, die hier zum Display vorgehen. Wie ihr seht, ihr braucht kein kompliziertes OSCI, es reicht ein analoges OSCI, da könnt ihr schon sehen, ob hier was abgeht. Natürlich, wenn ihr das hier debuggen wollt, die Signale, dann müsst ihr zum Logik oder mit mehr Kanälen am OSCI. Ich kann euch das trotzdem auch mal zeigen, wie das an einem digitalen OSCI aussehen kann. So, hier könnt ihr die Signale sehen, die an Display kommen. Wir können ein bisschen reinzoomen, so sieht es dann auf dem digitalen OSCI aus. Also nicht allzu extrem spannend, wenn wir hier mal anhalten, dann sehen wir hier die Pulse und wir sind jetzt hier bei 50 Nanosekunden pro Kästchen. Also sieht soweit sehr plausibel aus, was hier an Signal angeht. Und theoretisch müsste man jetzt ein bisschen sehen können, wenn ich jetzt hier die Kamera so ein bisschen verdecke, dann müsste sich das Signal ein bisschen ändern. Man sieht es natürlich relativ schlecht. Weil, nee. Dann müsste man jetzt die einzelnen Zeilen synchronisieren und ich kann ja leider nicht auf einzelne Zeilen synchronisieren. Naja, gut. Das bedeutet auf jeden Fall, der Display bekommt Signale und er sollte eigentlich jetzt was anzeigen. Wenn er nichts anzeigt, naja, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Display auch nicht funktioniert. Aber wie wir schon gesehen haben, ist das hier kein Problem. Also so könnt ihr ganz einfach testen, ob eure Schaltung funktioniert. Einfach mal ein paar Messpunkte durchgehen, mal schauen, was passiert, sieht das irgendwie sinnvoll aus. Und das reicht meistens schon. Ihr müsst nicht kontrollieren, ob der Schaltkreis genau das tut, was er soll. Nämlich wenn er immerhin arbeitet, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass der Rest auch so funktioniert.
Das soll es erstmal gewesen sein zur Reparatur des Marshall-Bildschirms hier. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, da das vielleicht ein bisschen verwirrend war, was man so machen sollte, wie man vorgehen sollte, wenn man solche Dinge repariert mit solchen Defekten. Also auf jeden Fall erstmal Informationen sammeln, forensisch alles durchgehen, alle Informationen, die man über das Gerät erfahren kann, über die Bauteile, über die Baugruppen, über die Komponenten, über das Zusammenspiel dieser einzelnen Gerätschaften oder Schaltkreise, um dann nachher einfach herauszufinden, was nicht funktioniert, was kann ich reparieren, was kann ich nicht reparieren, um dann irgendwie da entscheiden zu können, was zu tun ist. Also hier war es relativ einfach, herausfinden, wie heißen die Bauteile und schauen, ob man Ersatz bekommt. Wenn man Ersatz bekommt, dann ist es schon mal super, dann kann man sie austauschen. Aber vorher sollte man natürlich prüfen, ob die beschädigten Bauteile nicht noch andere Teile beschädigt hat, die man nicht sieht. In dem Fall den Prozessor, den Speicher, den Wandlerchip, den CPLD-Chip, den Display. Und somit prüft man die dann so nacheinander durch. Man kann dann mal extern mit Netzteil Spannung anlegen, bevor man die Teile austauscht, wenn man das kann. Beim Netzteil ist das sehr simpel, da kann man einfach ein anderes Netzteil nehmen und Strom hineinschieben, anstatt es, wenn es zum Beispiel irgendein komplizierteres Controller-Bausteinchen ist oder sonst was, da kann das dann doch recht schwierig werden, da extern Signale anzulegen. Aber ein kleiner Tipp, den ich auch geben kann, es sind häufig die einfachen Dinge, die kaputt gehen, nicht die komplizierten Baugruppen, es sind einfache Komponenten, die meistens nachgeben oder einen Fehler aufweisen. Natürlich bei solchen massiven Fehlern kann es natürlich auch andere Bauteile mitnehmen, wie ihr seht, auch Komplex-ICs. Aber Kondensatoren. Und man sollte natürlich immer Spannungen vorher zuerst prüfen, bevor man an die komplizierteren Sachen geht. Man versucht das Einfachste immer zuerst. Nee, dann gibt es nicht viel mehr zu sagen. Ich warte noch auf das andere Bauteil, um den LCD auch hier sauber ohne externe Netzteile betreiben zu können, dass die Hintergrundbeleuchtung funktioniert. Und dann ist das Gerät hier wieder voll einsatzbereit, muss nur wieder ins Gehäuse eingesetzt werden und schon haben wir einen super Monitor. Das war's jetzt dann wirklich. Wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn euch solche detaillierten Reparaturen oder auch was Komplizierteres eher interessiert oder eher nicht interessiert, lasst es mich gern wissen. Ich weiß, viele Reparaturen stehen bei mir an, aber das ist leider auch was ich häufig zu tun habe. Naja, wir sehen uns. Ciao.